Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Lars Wilhelm und nachdem wir uns letztes Mal theoretisch so ein bisschen angeguckt haben, wie man einen solchen Umbau eines solchen Fahrrades zu einem E-Bike bzw. Pedelec hinbekommt, wird es dann heute einmal praktisch und wir setzen das Ganze um. Mein Ziel von dem Video ist, so ein bisschen euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, dass ihr so eine grobe Vorstellung davon habt, wie das Ganze abläuft. Bevor es jetzt allerdings mit dem Video losgeht, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass ich keine Haftung übernehmen kann, solltet ihr das Ganze aus dem Video hier nachmachen. Jeder handelt hier auf sein eigenes Risiko und sollte wissen, was er macht. Ich zeige hier nur, wie ich es nach bestem Wissen durchführe. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bevor wir jetzt den Motor einbauen können, müssen wir als allererstes mal die Kurbeln abmontieren und danach das Tretlager ausbauen. Dazu braucht man so ein bisschen spezielles Werkzeug. Das ist auch stark von den Tretlagern abhängig. Da einfach mal im Internet informieren. Ich brauche hier so einen Kurbelabzieher und so ein Werkzeug, um das Innenlager entsprechend rauszuschrauben. Nachdem wir jetzt die Kurbel abgezogen haben, das war der etwas einfachere Part, wird jetzt das Innenlager ausgebaut. Ich muss natürlich ehrlich sagen, ich habe das Ganze vorher einmal schon mal ausprobiert, weil ich habe vorher noch nie groß am Fahrrad rumgeschraubt. Die Geschichte bei dem Innenlagerausbau ist, da braucht man auch wieder so ein spezielles Werkzeug, hatte ich euch ja eben schon mal kurz gezeigt. Zu den Werkzeugen, ich verlinke euch die auf jeden Fall einmal unten in der Videobeschreibung. Hier hatte ich zuerst ein ziemlich doofes Werkzeug. Da konnte ich zwar mit der Knarre dann hinten dran gehen, das Problem war, man muss so viel Kraft aufwenden und als ich das dann hier versucht habe abzudrehen, bin ich rausgerutscht. Das Ganze ist zweimal passiert, danach habe ich gesagt, so jetzt stopp, bevor ich das ganze Innenlager kaputt mache. Dann habe ich mir das Werkzeug hier bestellt und der Vorteil davon ist, oder auch Nachteil, man kann halt nicht mehr mit der Knarre dran gehen, man braucht einen zusätzlichen Schlüssel dafür. Aber der extreme Vorteil ist, ich kann das Ganze hier einfach mit der Schraube, die eben in der Kurbel drin war, hier dran setzen und dann fixieren, sodass mir dieses Werkzeug hier entsprechend nicht aus dem Gewinde rausrutschen kann. Und das ist halt der extreme Vorteil, weil diese Innenlager teilweise sowas von feste sitzen. Das habe ich eben auch festgestellt. Und dann kann man hier entsprechend mit einem entsprechenden Schlüssel einfach dran gehen und das Ganze dann ohne allzu große Probleme lösen. Wenn es dann wirklich nicht abgeht, das habe ich nämlich auch gemacht, kann man ja einfach noch ein bisschen WD-40 oder so ins Innenlager rein sprühen, das ein bisschen einziehen lassen und danach sollte das dann auf jeden Fall rausgehen. Eine andere Sache noch, auf der einen Seite haben wir ein normales Rechtsgewinde und auf der anderen Seite ist ein Linksgewinde. Also Linksgewinde ist auf der Antriebsseite und das Rechtsgewinde ist quasi auf der anderen Seite. Schon ist das Innenlager ausgebaut. Das Ganze sah jetzt sehr einfach aus. Den schwierigen Teil habe ich, wie gesagt, vorher schon mal gemacht, weil ich auch testen wollte, ob das mit dem Werkzeug auf jeden Fall passt und hinkommt. Weil es gibt nichts Ärgerliches, als wenn man es machen will und dann feststellt, nein, ich habe nicht das richtige Werkzeug. Von daher hatte ich es vorher, wie gesagt, schon mal gemacht und das sah jetzt alles ein bisschen einfacher aus. Aber mit einem vernünftigen Schlüssel habt ihr da, denke ich, auch keine Probleme, das einigermaßen vernünftig auszubauen. Nachdem ich dann jetzt hier die Tretlageraufnahme von innen noch mal ein bisschen sauber gemacht habe und gereinigt habe, kann jetzt der eigentliche Motor eingesetzt werden. Das Ganze wird von der Seite, wo der Antrieb quasi ist, aus gemacht und dann einfach reingeschoben. Als nächstes montieren wir jetzt hier diesen Halter. Wichtig ist, dass wir den mit den Zacken nach innen montieren. Jetzt habe ich hier eben das Problem festgestellt, die Originalschrauben, die hier mitgeliefert wurden, passen nicht von der Länge her.
Deswegen habe ich mir hier entsprechend andere Schrauben besorgt, packe hier entsprechend Unterlegscheiben zwischen, sodass das Ganze dann auch passt. Und wichtig ist, wenn man die Schrauben reindreht, noch ein bisschen Loctite draufpacken, weil dann lösen die sich nicht. Als nächstes drehen wir dann jetzt diese Spezialmutter hier drauf. Da ist auch wieder ein Spezialgewinde. Also da bräuchte man jetzt wieder eine spezielle Nuss für, um das mit dem Drehmomentschlüssel anzuziehen. Hier ist zum Glück so ein Tool mit dabei gewesen. Ist jetzt nicht die beste Lösung. Aber dafür jetzt nochmal 30 Euro für eine andere Nuss auszugeben, ist es mir dann auch nicht wert. Das Ganze muss jetzt hier mit 50 bis 60 Newtonmeter angezogen werden. Also ganz ordentlich. Also würde ich hiermit einfach mal voll Power geben. Und da kommt jetzt noch die Kontermutter hier entsprechend drauf. Die wird nur mit 25 bis 30 Newtonmeter angezogen. Ich bin jetzt nicht davon überzeugt, dass ich das aus der Hand hinkriege, aber so grob vom Gefühl her sollte es passen und ausreichend halten. Im nächsten Schritt setzen wir dann jetzt die Kurbeln auf. Was noch wichtig ist, wenn ihr das hier dran montiert, packt da ruhig auch noch ein bisschen Loctite mit drauf. Wichtig bei den Kurbeln ist, die haben links und rechts. Also ihr müsst da die richtige Seite an die richtige Seite packen. Linke Seite kommt jetzt hier drauf, auch ganz einfach, einfach aufstecken und dann das Ganze schön festziehen. Bevor wir jetzt an der anderen Seite die Kurbel montieren können, müssen wir erstmal das Kettenblatt draufsetzen. Was dabei jetzt noch zu beachten ist, das ist nur noch ein Kettenblatt. Das heißt, der Umwerfer hier, den müssen wir entsprechend später noch stilllegen. Aber jetzt montieren wir erstmal hier das Kettenblatt drauf. Als nächstes ziehen wir dann schon mal die Kette auf. Und im nächsten Schritt montieren wir dann hier einmal den Kettenschutz. Dazu drehen wir einfach hier die kleinen Schrauben von der anderen Seite jeweils rein. Jetzt habe ich hier gerade noch den Speed-Sensor montiert. Da kommt entsprechend das Kabel direkt aus dem Motor raus. Das Ganze wird nach hier hinten gelegt. Und da kommt an die andere Seite einfach der Magnet. Das Ganze muss so befestigt sein, dass hier minimal Abstand zwischen ist, so 3 bis 4 mm maximal. Wichtig hier, das Kabel muss natürlich alles so zur Seite gebunden werden, dass es hier definitiv nicht ins Rad reinkommt. Ansonsten mache ich jetzt hier gerade noch die restliche Verkabelung. Ich montiere das Display jetzt erstmal hier mittig am Lenkergriff. Der Schalter kommt erstmal daneben. Das Ganze wird hier später noch ein bisschen schicker gemacht. Dann kommt auch hier der Umwerfer noch komplett mit runter und so. Das ist jetzt erstmal eine provisorische Montage, um das Ganze erstmal zu testen und auszuprobieren. Ich wollte sowieso hier hinten das Ritzel definitiv noch tauschen, weil das auf jeden Fall runter ist. Aber ich will jetzt erstmal gucken, wie ich mit der jetzigen Konfiguration zurechtkomme. Und ja, dann schaue ich so ein bisschen, was will ich vielleicht noch anders machen. Will ich vielleicht hinten ein anderes Ritzel draufpacken mit einer anderen Übersetzung. Deswegen will ich das Ganze jetzt erstmal provisorisch montieren und soweit erstmal testen. Bevor ich allerdings jetzt weiter verkabel, möchte ich jetzt erstmal diesen Flaschenhalter-Akku hier montieren. Der kommt einfach an die Halterung von der Fahrradflasche hier dran. Der hat jetzt noch so doofe Anschlüsse hier dran. Ich werde da so einen XT60-Stecker verlöten. Der hilft auf jeden Fall, hält auf jeden Fall deutlich besser und ist halt auch schöner und einfacher zu stecken. Was bringt es mir, wenn ich die Verbindungen jetzt zusammenstecke, die wieder auseinanderfallen? Oder wenn ich die zusammenklebe, damit die halten? Da kommt lieber hier schön noch so ein XT60-Stecker zwischen, den ich jetzt erstmal dazwischen löten werde.
Auf der Seite vom Controller muss man hier jetzt ganz vorsichtig sein. Die Kabel dürfen nicht zusammenkommen, weil die Kondensatoren hier drin noch Spannung haben und man im schlimmsten Fall ansonsten den Controller zerstören kann. Nachdem die Lötgeschichten dann jetzt fertig sind, haben wir jetzt hier eine schöne saubere Steckverbindung zwischen dem Flaschenhalter, Akkuhalter und dem Motor. Das Ganze können wir jetzt einfach hier schön zusammenstecken und auseinanderziehen. Ist eine deutlich bessere Verbindung, als es sie vorher war. Ja, im nächsten Schritt wird dann jetzt hier der Flaschenhalter-Akku montiert und dann das Ganze zusammengesteckt und verkabelt. So, jetzt muss das Ganze hier noch provisorisch verkabelt werden. Dann müssen wir die Pedale noch schnell hier unten montieren. Und ja, danach kann ich es einschalten, hoffe, dass es funktioniert und die erste Testfahrt machen. Ich freue mich schon richtig. So, fertig ist das Ding und ab nach draußen geht es, das Ganze einmal ausprobieren. Wie mein Glück so möchte, kurz bevor ich raus wollte, die eigentliche Probefahrt mit dem Fahrrad machen, hat es natürlich angefangen zu regnen und das Ganze klappte nicht. Heute ist es vom Wetter aber gut und wir können mal die erste Probefahrt machen, das Ganze einmal ausprobieren. Das Ganze zu starten ist hier eigentlich ganz einfach. Man hält einfach den Einschalter gedrückt und wird dann auch schon gleich mit Hello begrüßt. Damit ist das Ganze an und man kann über die Plus- und Minus-Tasten hier jeweils steuern, wie stark man unterstützt werden möchte. Es gibt hier 3 Stufen, 5 Stufen oder 9 Stufen. Ich habe jetzt aktuell hier erstmal 5 Stufen aktiviert. Zu dem Ganzen, wie man das aber einstellt und programmiert, werden wir in einem späteren Video nochmal kommen. So, das war die erste kurze, aber doch ganz gute Ausfahrt mit dem Fahrrad. Was schon mal positiv ist, es hat alles gehalten, es ist nichts auseinandergefallen. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit den ersten Eindrücken und Erlebnissen mit dem Fahrrad zusammen. Wo man noch schauen muss, man kann den Motor und den Controller von dem Fahrrad nochmal speziell programmieren und da die Parameter nochmal ein bisschen anpassen, weil die sind wohl im Standard, so wie sie kommen, nicht so optimal. Man sieht auch, wenn ich auf gerader Strecke fahre und richtig Gas gebe, dann ist der Strom, der da reinkommt, doch teilweise sehr begrenzt und auch nicht ansatzweise bei diesen 250 Watt. Ich denke, dass ich da mit der Programmierung später doch noch gut was dran machen kann. Wie ich das Ganze mache und was ich da genau mache, seht ihr in einem meiner nächsten Videos. Das war eigentlich erstmal der Bau und der erste Test des Fahrrads. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt wie immer gerne einen Daumen nach oben. Ich habe euch einmal die Teile, die ich benutzt habe, alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten abonniert mich, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Ciao.